Hi ihr lieben Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Lamentum. Und jetzt hört ihr die Leute, die mich monatlich unterstützen. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Amy in the Shadows, Ani Nakashima, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Blue Fire 486, Cindy H, Commander Game, Deklene 95, Dinok XX, Drake 93, Encore 90, Erosion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Caruso, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Metal Dragoner X, Mr. Numdos, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Kadi, Patrick 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupo Fischbub, Raik Boretzki, Rylion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Segoyan Fantan, Simirizzi, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Starfox 12345 4321, The Phoenix, Torf Erde, Troop 2222, TVD Mr. Wayne, Woodsley, X-Rock und ZX94. Ja, und das Horrorspiel ist, Leute, jetzt auch mit Facecam. Vielen lieben Dank an meine Unterstützerinnen und Unterstützer, die mich jeden Monat supporten. Gerade jetzt in den Frühjahrsmonaten ist ein bisschen schwieriger mit der Werbung und allem, ihr wisst schon. Naja, auf jeden Fall, vielen Dank. Und das hier ist Lamentum, ein Survival-Horrorspiel im Pixel-Look aus der Vogelperspektive. Spielt im 19. Jahrhundert irgendwo in Neuengland. Kein Plan. Wir starten einfach mal rein. Wird mir jetzt öfter empfohlen, mal wieder auf Twitter und auch auf YouTube. Und ich habe es mir jetzt endlich mal gegönnt. Und hab das schon lange vorgehabt zu spielen, aber jetzt ist es soweit, da jetzt Alisa vorbei ist. So, warte mal hier, begrenzte Speicherungen. Normalerweise ist die Anzahl der möglichen Speicherungen auf die Menge der Tinte im Inventar beschränkt. Nee, mach ich mal aus, weil, ja, du hast unbegrenzte Tinte, kannst du aufspeichern, wie du möchtest, ja. Denn es ist halt ein Let's Play und manchmal muss ich halt einfach nach einem Part schon aufhören und wir machen schwer, würde ich sagen. Ja, komm, schwer, neues Spiel. Alles klar, was haben wir denn hier? Zielen, angreifen, Karte, Inventar. Okay, okay. Ausweichen, Kurzbefehl, Aktion und so weiter. Ich spiele es mit Gamepad übrigens, falls euch wundert. Und auf PC. So, ab geht's. Viel Spaß. Es wird schon dunkel und Alissa kommt wieder sehr spät. Ich gehe mal ein bisschen spazieren, während ich auf sie warte. Okay, ein bisschen blöde, weil ich bin wahrscheinlich über dem Bild etwas. Über dem Porträt in den Dialogen. Hoffe aber, das ist okay. Münze nehmen, ja bitte. Und in den Brunnen werfen. Dieser Springbrunnen weckt Erinnerung. Ich bin halt genau über dem Porträt, Leute. Warte mal, ja, lassen wir jetzt so einfach. Mache ich nächsten Part vielleicht, dass ich mich in eine andere Ecke setze. Als ich noch ein Kind war, erzählte mir Großvater, dass man sich etwas wünschen darf, wenn man eine Münze reinwirft. Ich will mich halt auch nicht jedes Mal hier ausblenden, das ist total bescheuert. Aber wer ist das denn? Guten Tag, Sir. Oh, Verzeihung, junger Mann. Ich war ganz in mein Buch vertieft und habe sie gar nicht bemerkt. Bei einem guten Buch verliert man schon mal das Zeitgefühl. Darf ich fragen, was Sie da Spannendes lesen? Die Maske des Roten Todes von Edgar Allan Poe. Die Geschichte von Prinz Prosperos. Ich mache mir auch kurz... ihr seht, wie er aussieht, ne? Begeblich im Kampf gegen den Tod. Etwas, von dem wir alle wissen, dass es unmöglich ist. Aber der Prinz hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Dafür bewundere ich ihn. Man darf die Hoffnung aber nicht mit vergeblicher Sehnsucht verwechseln. Der Tod ist für uns alle unausweichlich. Aber Sie sind ja noch jung. Ignorieren Sie einfach mein melancholisches Geschwafel. Ich möchte Sie auch nicht weiter stören, Sir. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag. Alles klar. Kann ich dann auch... Ah, ich kann rennen. Unendlich lang? Oh, ein Pokémon. Nee. Flieder. Ja gut. Nehmen wir mal Flieder mit. Und hier haben wir eine Rose. Das ist eine Statue der Aphrodite, der Göttin der Liebe in der griechischen Mythologie. Aphrodite. Victor! Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ja, so sieht die Frau aus. Es tut mir echt leid. Ich mache das nächstes Mal wieder gut. Ich mache das mit der Kamera, wie gesagt, ein bisschen anders. Ich versuch's. Ich konnte es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ohne dich wäre dieser Garten nur halb so schön. Du bist so ein Charmeur, Victor. So hast du meinen Vater also dazu gebracht, der Hochzeit zuzustimmen. Und ja, ich weiß mir halt zu helfen. Ich würde alles tun, um an deiner Seite zu sein. Wie gut, dass ich ja gesagt habe. Wenn nicht, würdest du noch immer darauf warten, dass wir unseren ersten... dass ich dir unseren ersten Tanz gewähre. Ach, wärst du nicht in den Genuss meiner perfekten Beinarbeit gekommen. Darf ich dich daran erinnern, dass du mir mehrmals auf die Füße getreten bist? Aber trotzdem werde ich diese Nacht nie vergessen. Und ich werde nie vergessen, wie schön du auf dem Klavier gespielt hast. Wie lief es übrigens heute beim Unterricht? Ich werde besser, aber Mrs. Whitefield ist sehr streng und ständig überziehen wir die Zeit.
Mach dir keine Sorgen. Für eine Schönheit wie dich warte ich gerne. Viktor, du machst mich ganz verlegen. Ja, damals waren auch die Avancen ein bisschen geziemter, sag ich mal. Heutzutage ist es ja vielleicht ein bisschen plumper. Das waren schöne Tage. Das Leben meinte es gut mit uns und wir hatten großes Glück. Ich hatte großes Glück, sie an meiner Seite zu wissen. Doch schon bald sollte sich unser Leben ändern. Ja, Edgar Allan Poe ist ja auch ein Meister, ja, des unangenehmen Horrors, mehr oder weniger. Ein Jahr später. Ich sollte mal nach Alissas Zustand sehen. Es ist fast Zeit für ihre Medizin. Also ihr wisst schon, Edgar Allan Poe ist schon ein bisschen düster, die Lektüre. Ich habe jetzt nicht sehr viel gelesen von ihm, außer vielleicht das verräterische Herz, was man in der Schullektüre vielleicht hat, so, ne? Sehr geehrter Mr. Hartwell, ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Wie gewünscht, habe ich die besten Mediziner kontaktiert, um ein Heilmittel für das Leiden ihrer Frau zu finden. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass trotz bester Bemühungen keine wirksame Behandlung gefunden werden konnte. Ihre Frau wird nicht mehr lange auf dieser Welt weilen. Nutzen Sie die Zeit, die Ihnen noch bleibt. Sie sollten jedoch weiterhin täglich die von mir verschriebene Medizin verabreichen, um die Dosis zu erhöhen, wenn Ihre Schmerzen anhalten oder zunehmen. Zu meinem großen Bedauern ist es meine Pflicht, Sie auf das unausweichliche Ende hinzuweisen. Dr. R. Abrahamson. Oh nein. Ist auch ein bisschen Klischee leider, dass sowas passiert. Lieber Viktor, ich habe geweint, als ich deinen Brief gelesen habe. Alissa ist wie eine Schwester für mich, es bricht mir das Herz. Ich erinnere mich auch an die schöne gemeinsame Zeit, als wir noch kleine Mädchen waren. Sie war immer so wagemutig und wir gerieten in allerlei Schwierigkeiten wegen ihr. Nicht im Traum hätte ich gedacht, dass Alissa so krank werden würde. Sie war immer so stark. Lieber Viktor, verliere nicht die Hoffnung. Alissa ist eine Kämpferin und ich bete jede Nacht für ihre Heilung. Du darfst nicht aufgeben. Sie braucht dich jetzt mehr denn je. In tief empfundener Liebe, Leonore Farrar. Das ist übel, ne? Es ist noch Feuerholz da. Es ist Mitternacht. Hier. Kann ich nicht gucken, das Bild. Faust immer. Kann wohl auch nicht alles... Oh, es ist eine dunkle und kalte Nacht. Alissa ist auf diesem Gemälde wunderschön. Ich vermisse ihr Lächeln. Hier noch mehr Türen oder ist es... Auf jeden Fall schon mal ein riesiges Anwesen hier. Wie es aussieht. Nee. Und es ist noch größer. Dieses Anwesen. Lords and Ladies. Oh, da ist Alissa. Ich gehe erst mal weiter gucken natürlich. Oh, die Küche sieht aber nicht sehr schön aus. Dieses Geschirr war ein Hochzeitsgeschenk. Wir haben es nur selten benutzt. Der alte Ofen, der war schon hier, als wir das Haus kauften. Feuerholz? Ja. Kann nichts schaden. Habe ich denn... Ah ja, 1, 2, 3. Haben wir hier unser Tagebuch. Leer, so wie es aussieht. Und eine Karte. Ich habe keine Karte für dieses Gebiet. Ich wohne hier nur. Deswegen weiß ich nicht, wie es hier aussieht, offensichtlich. Hier ist gar nichts. Guck mal, was er kann. Er kennt jetzt schon solche Dodge-Moves für später wahrscheinlich. Also ja, man vergleicht es auch gerne mit Resident Evil übrigens. Das ist halt sehr klassisch. Nur, wie gesagt, aus der Vogelperspektive, wie ihr seht. Und hat auf jeden Fall laut Trailern ein paar sehr coole Horrorgestalten zu bieten. Also ich bin gespannt. Alissa spielte gerne Klavier, bevor sie krank wurde. Die Arme. Wie geht es dir, Liebste? Konntest du etwas schlafen? Hallo, Viktor. Ich habe kaum geschlafen. Bin so müde. Ich hasse so sehr, stundenlang wach zu liegen. Doch ich kann einfach nicht einschlafen. Du brauchst so viel Ruhe wie möglich, Liebste. Der Arzt sagt, dass du Schlaf brauchst, um deine Kräfte zu regenerieren. Der Arzt und seine schreckliche Medizin. Wie lange muss ich diese nutzlosen Mittel noch ertragen? Alissa. Ich werde mich mal ausblenden. Das passt nicht so ganz mein Gesicht darüber. Er tut alles, damit es dir besser geht. Ich weiß. Ich sollte mich an seine Anweisungen halten. Keine Sorge, dir wird es schon bald besser gehen. Ich werde jetzt deine Medizin vorbereiten. Versuche etwas zu schlafen. Okay. Wie gesagt, das ist ja eine ausweglose Sache hier. Alissas Medizin, ja. Alissas Medizin. Der Arzt sagte, wir sollten sie mit ein paar Tropfen heißem Wasser mischen. Okay.
werde ich das mal machen in der Küche. Ich darf noch nicht vergessen, meine Kamera wieder anzumachen. Andererseits habe ich schon überlegt, ob ich das dann lieber gleich ohne Facecam spielen soll. Okay, hier kann ich wohl nichts nehmen. Der alte Ofen, der war schon hier, als wir das Haus kauften. Ja. Okay, so kann ich das Holz auswählen. So, Medizin. Heißes Wasser. Ach, hier. Es ist noch Glut übrig. Ich brauche mehr Holz. Ja. Diese Tasse heißes Wasser nehmen, ja. Ah, okay, kombinieren. Zack. Eine Tasse heißes Wasser mit ein paar Tropfen von Alissas Medizin. Okay. Ach komm, ich lasse die Kamera hier unten. Ich weiß auch nicht, wo ich sie sonst hinpacken sollte. Das sieht alles irgendwie komisch aus sonst. Wenn ich sie oben rechts hinpacke, dann ist falsch. Also oben rechts hier. Hier unten ist es auch nicht so gut. Und oben links geht auch nicht wegen dem Inventar, ne? Wegen meinem Porträt. Da bin ich halt immer die Karte, was soll's. Auch egal. Wird es zur Medizin? Ja. Hier ist sie. Nimm sie langsam, sie ist sehr heiß. Victor! Wenn ich sterbe... Alissa, sag so etwas nicht. Verzeih, ich möchte nur nicht, dass du wegen mir leidest. Oh. Ist traurig. Ich fühle mich so hilflos. Ja, ich fühle mich so hilflos. Alissa wird mit jedem Tag schwächer. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, sie zu verlieren. Ich würde alles tun, um ihr Leben zu retten. Ich werde ein Heilmittel finden. Koste es, was es wolle. Es soll auch verschiedene Endings geben, übrigens. Sag ich gleich dazu. Monatelang kursierte ein Gerücht in den höchsten Kreisen der Gesellschaft. Es ging um einen seltsamen Grafen, der fernab der Zivilisation lebt. Er soll ein Meister längst vergessener Wissenschaften sein und über umfassendes Wissen verfügen. Oder unfassbares. Ja. Alle Hoffnung beraubt, beschlossen Alissa und ich, ihn zu kontaktieren. Zu meiner Überraschung reagierte er auf unser Anliegen und lud uns auf sein Anwesen ein, um Alissas Krankheit zu untersuchen. Jetzt liegt unser Schicksal an einem Ort, über den wir stets nur im Flüsterton sprachen. Grauhill Manor, in den Händen eines Mannes, den wir doch nie getroffen haben. Graf Edmund Steinroth. So, wir sind da. Aus wie Gronk. Hallöchen, Puppe. Oh, sieh mal. Das Anwesen Grauhill, welch eleganter Ort. Ja, aber seltsam, dass niemand hier ist, um uns zu empfangen. Vielleicht haben sie es wegen des Regens noch nur nicht mitbekommen. Warte in der Kutsche, ich hole jemanden. Wünschte, ich könnte das mit dem Gamepad irgendwie hier. Warte mal, ich kann ja mit Maus und Tastatur spielen eigentlich, oder? Okay, geht auch, ja. Ich spiele es mit Maus und Tastatur, glaube ich. Grauhill. Ein Achievement, seht ihr nicht. Willkommen auf Grauhill, Sir. Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie nicht empfangen habe. Der Sturm ist so laut, dass wir die Ankunft Ihrer Kutsche gar nicht gehört haben. Das ist schon in Ordnung. Ich werde mich um Lady Hartwell kümmern und Sie auf Ihr Zimmer bringen. Ihr Gepäck wird in Kürze auf Ihr Zimmer gebracht. Der Graf erwartet Sie in seinem Büro. Es ist die erste Tür auf dem linken Flur. Ich möchte Graf Steinroth nicht noch zu so später Stunde belästigen. Oh, machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Der Graf hat die Angewohnheit, immer bis spät in die Nacht zu arbeiten. Dann will ich ihn nicht warten lassen. Ich mach das gern, so diese blasierte Stimme von irgendwelchen Butlern oder so. Lady Magda Steinroth. Auch ein seltsamer Name, oder? Steinroth. Okay. Oh, da ist er ja. Der olle Graf. Willkommen auf Grauhill. Sie müssen Mr. Hartwell sein. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Bitte nennen Sie mich doch Victor. Nun, es freut mich, Sie kennenzulernen, Victor. Bitte verzeihen Sie, dass wir zu so später Stunde erst hier sind. Aufgrund der Krankheit meiner Frau gab es ein paar Verzögerungen auf dem Weg. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Mir ist bewusst, welch dringendes Anliegen Ihrem Besuch zugrunde liegt. Ich möchte mich direkt mit der Krankheit Ihrer... mich direkt der Krankheit Ihrer Frau widmen. Doch vorher müssen wir noch etwas klarstellen. Ihnen ist bewusst, dass meine Methoden nicht den strengen Regeln der konventionellen Wissenschaft und Medizin folgen? Ja. Wir haben unsere Hoffnung auf die Schulmedizin schon lange aufgegeben. Ich habe gehört, dass Sie über unfassbares Wissen verfügen und Ihre Methoden Wunder wirken können. Es stimmt, dass ich einige große Dinge erreicht habe, doch ich habe keine Wunder vollbracht. Ich habe mich lediglich von den Fesseln der Mittelmäßigkeit befreit.
Ich habe mein Leben damit verbracht, mir Wissen anzueignen und längst vergessene Wissenschaften zu studieren. Viktor, bitte antworten Sie mir ganz ehrlich. Wie weit sind Sie bereit zu gehen, um Ihre Frau zu retten? Ich würde alles tun. Hervorragend! Damit steht es fest. Es ist schon spät, Sie sollten jetzt schlafen. Morgen wird ein langer Tag sein. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft und Ihre Hilfe, die Sie uns anbieten. Ich wünsche Ihnen gute Nacht, Lord Steinroth. Schlafen Sie gut, Viktor. Kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken? Eine Sammlung Manuskripte von John Dee. Die Tür ist verschlossen. Ach komm, wir gehen einfach mal. Wir können uns bestimmt hier später noch gut umsehen. Ich denke mal, da kommt noch einiges auf uns zu. Oh, da ist hier unsere Frau schon wieder. Viktor! Ich bin mir sicher, etwas in der Kutsche vergessen zu haben, aber ich weiß nicht mehr was. Ich bin so erschöpft. Mach dir keine Sorgen. Ich werde nachsehen gehen. Du musst dich jetzt ausruhen. Gehen wir mal gucken. Hat sie wohl vergessen. Der Kutscher ist auch weg. Ach, der Ehering. Er hat auch ein Porträt. Seltsam. Alles hat den Ring sonst nie ab. Und ich werde mal die Facecam auslassen, oder? Das stört mich auch ein bisschen, dass ich jetzt an- und ausschalten. Seid mal ehrlich, man braucht auch nicht immer Facecam bei sowas hier. Jetzt ist sie weg. Alissa, wo bist du? Lady Edeltraut Steinroth. Er hört sich schon sehr deutsch-österreichisch an, der Name. Die Tür ist verschlossen. Nicht unbedingt schweizerisch, würde ich sagen, aber doch sehr österreichisch oder deutsch. Die weiße Dame, die den Kelch darbietet, der alle Krankheiten heilt. Sie haben das Richtige getan. Sie verdient das Beste. Verzeihung? Ich verstehe nicht genau, was Sie meinen. Ihr Gemach ist bereit, Sir. Es befindet sich im Obergeschoss. Ich hoffe, alles ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ihre Frau erwartet Sie. Okay. Die Tür ist verschlossen. Obergeschoss, Schmobergeschoss, ne? Die Treppe scheint in den Keller zu führen. Erstmal hier unten umschauen. Er sieht aus wie Vlad Cepes Dracul. So ein bisschen wie Graf Dracula. Ja, natürlich ist verschlossen. Ja, okay. Ah, ich hab mal das Porträt noch. Warte. Ja, natürlich. Lord Hartmut, Gründer des Hauses Steinroth. Bom, bom. Oha. Seltsam, da hängen Ketten an den Türen. Ha. Das ist durchaus seltsam, ne? Auch hier eine Kette. Übrigens, wollte ich noch dazu sagen, das Spiel hier wurde von einem Dev-Team von 2 Leuten gemacht gerade mal. Also 2 Leute sind für die Erstellung des Spiels verantwortlich. Und das ist schon eine gute Leistung, finde ich. Ich weiß halt auch nicht genau, wie lange es geht. Ich schätze mal ein paar Stunden natürlich, ne? Wird jetzt kein 30-stündiges Epos sein hier, aber sieht aus wie ein Affe. Ein bisschen. Und das Gollum. Wer hängt denn solche Bilder auf? Creepy. Ein blutiges Auge. Oder ein Totenschädel. Was soll das? Wieso fühlt es sich so an, als hätte ich etwas für immer verloren? Beruhige dich. Ich habe deinen Ring gefunden. Hier ist er. Du hast ihn nicht, Viktor. Du hattest ihn nie. Was? Das ist echt unheimlich. Alissa! Oha. Oh nö. Warum ist hier überall Blut? Ach du heilige Scheiße. Oha. Was zum Geier? Blut! Ich bin verletzt! Jemand hat die Wunde verbunden! Was ist mit mir geschehen? Alissa! Ich muss sie finden! Was? Eine Opiumtinktur? Okay. Was macht es denn? Eine Flasche Opiumtinktur, das wird mir helfen, den Schmerz zu ertragen. Alter, mein Porträt, was ist...
Seht ihr oben links mein Porträt? Verschieben, ausrüsten? Hä? Ich kann sie nicht benutzen. Ja, okay, wir lesen mal die Notizen. Ich schreibe die Notizen aus Angst, meinen Verstand zu verlieren. Die Dunkelheit hat diesen Ort eingenommen und ihn in eine Hölle verwandelt. Bin ich noch auf Grau Hill? Wie lange war ich bewusstlos? Ich erinnere mich an nichts von dem, was geschehen ist. Ich muss Alissa so schnell wie möglich finden. Ja? Kann ich die denn benutzen jetzt, sag mal? Ah! Ah, okay, ich muss sie ausrüsten und dann mit R2, ich verstehe. Da liegt noch was. Die ganze Zeit haben wir so eine Lügen geglaubt. Wir waren solche Narren. Gibt es überhaupt noch Hoffnung für uns? Vielleicht gibt es im Büro des Grafen irgendetwas, das uns hier rausbringen kann. Ich habe deine Wunde so gut es ging verbunden und dir etwas gegen die Schmerzen auf den Tisch gelegt. Ich werde die Tür schließen, damit du in Sicherheit bist. Bitte verlasse das Zimmer nicht. Ein Brief wurde... der Brief wurde mit zittrigen Händen geschrieben. Könnte er von Alissa sein? Wie lange sind wir schon hier? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Dieses Klavier sieht genauso aus wie Alissas, nur dass es zu schmutzig, dass es schmutzig und heruntergekommen ist. Tinte. Ah ja. Ich bin immer noch verwirrt und desorientiert. Mit der Tinte kann ich meine Gedanken niederschreiben. Vielleicht hilft mir das, mich wieder an alles zu erinnern. Du kannst das Spiel speichern, wenn du die Tinte ausrüstest und sie am Schreibtisch benutzt. Ah, alles klar. Ah, okay, dann speichere ich gleich mal. Das ist ja cool. Okay, so funktioniert das also. Das Zimmer nicht verlassen. Ich habe generell was gegen Regeln. Was für ein seltsames Bild. Irgendwie macht mir der Anblick Gänsehaut. Schön die Badewanne gekackt. Oh. Jemand hat den Spiegel zerstört. Zwischen den Scherben sind Blutrückstände. Geil, so richtig schön Gothic-Horror hier. Ich mag das. Warum habe ich direkt so Silent Hill Flashbacks, weil ich das Weinen höre? Die Schublade ist abgeschlossen, aber das Schloss scheint sich leicht öffnen zu lassen. Ich kann es mit etwas Gewalt versuchen. Wie wäre es mit dem Dietrich vielleicht? Ja. Halbleere Flasche Opiumtinktur. Okay. Hier ist ein Riss in der Wand. Ist da ein Mädchen auf der anderen Seite? Hallo? Mein Name ist Victor. Warum weinst du? Bist du alleine? Sei tapfer. Ich werde hier rauskommen und dir helfen. Versprochen. Oh. Schlüssel. Ein ziemlich schmutziger Rollstuhl. Was ist das hier bitte? Sieht aus wie ein Spinnennetz. Oh Mann. Das ist zu klein. Armes Mädchen. Wenn ich ihm doch nur helfen könnte. Wenn ich noch eine Flasche hätte, könnte ich den Inhalt umfüllen. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh nein, armes Mädchen. Oh, mit... Ah, okay, mit Select kann ich direkt die Karte öffnen. Tür ist verschlossen. Hallo? Tür ist offen. Hat hier gerade jemand gegengebollert, oder? Oh, guck mal, das Kreuz ist auf den Kopf gedreht. Na, sowas. Oh Gott, was ist das denn für eine Kreatur? Die Kreatur. Porzellanpuppe? Ja. Oh nein! Warum kann ich nicht so lange sprinten? Oh Mann, ey. Oh, mein Gott! Was geht dir da vor? Was für eine Abscheulichkeit war das? Ich muss sehr vorsichtig sein. Wenn Victor in der Nähe eines Monsters ist, leidet seine körperliche und geistige Ausdauer und er kann nicht durchgängig rennen, um zu entkommen. Alles klar. Eine Porzellanpuppe, sie sieht sehr gepflegt aus. Auf ihrem Kleid ist ein M gestickt. Kann ich ihr die Puppe geben vielleicht? Ich habe eine Puppe gefunden, sie ist sehr hübsch. Gehört sie dir? Sie scheint nicht mehr zu weinen.
Ah. Okay, die Puppe habe ich jetzt auch nicht mehr. Hat sich irgendwas geändert jetzt? Aha. Ah, jemand hat die Tür von der anderen Seite aufgeschlossen. Ist ja cool. Ah, das Mädchen! Warte! Das Mädchen kommt mir bekannt vor. Was ist auf Grauhill geschehen? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich muss in das Büro von Lars Steinroth. Alissa könnte dort sein. Kommst du da rauf? Tür ist verschlossen. Ah, und da ist eine... Ja. Ah, die Karte! Okay, also ich bin jetzt gerade hier im Gang, im violetten Bereich. Grün heißt, ich konnte rein. Oder da ist ein Schreibtisch zum Speichern wahrscheinlich. Ja, das ist ein ziemlich tiefes Loch. Ich komme nicht durch. Was ist das hier für ein Bild? Meine Güte. Oh, Kisten schieben. Bitte nicht irgendwelche Kistenrätsel, ja? Seid so gut. Wäre ich sehr dankbar. Schmuckkästchen nehmen. Oh ja, was macht das? Ein Schmuckkästchen mit einem herzförmigen Schloss, in dem sich etwas befindet. Dad. Das Zimmer des Mädchens, vermute ich mal. Warum? Kann ich hier nichts machen? Daddy! Oh, in den Keller gehen. Okay, ich habe keine Karte. Nee, doch. Pam, pam, pam. Ich bin im Ach, das ging nach oben. Ich verstehe, okay. Ah. Noch mehr Spinnenweben. Ja, da ist ein Mond auf der Tür. Sehr gut. Oh, cool. Irgendwas in dem Raum da drin. Mutig. Nee, das scheint irgendwo hier in dem Gang gewesen zu sein. Ein kaputtes Wappen. Okay. Ah, was haben wir denn hier? 3312. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Aber 3312 war zu sehen auf dem Bild. Bom, bom, bom. Oha. Mit einem Seil runter. Es ist unmöglich, den Knoten aufzukriegen. Vielleicht könnte ich stattdessen das Seil durchschneiden. Ich hab halt nichts, ne? Bam, bam, bam. Ach du Scheiße. Ich erinnere mich noch an diese Statue, die weiße Dame, aber sie sieht jetzt irgendwie anders aus. Was ist das für eine Kreatur? Ja, irgendwie anders. Ist ein bisschen verändert, die, aber nicht wirklich großartig, dass man es erkennen könnte, was anders ist, ne? Alles okay. Ach du Scheiße. Oh Gott, noch eine seltsame Bestie. Sie ist gefesselt und hängt an einem Seil. Blau. Ah. Oh, da sitzt jemand. Wer bist du denn? Oh nein, sie sind verletzt. Oh, dieses Ding hat mich angegriffen. Sie verlieren zu viel Blut. Ich muss die Blutung irgendwie stillen. Nein, nein, nein. Sir, hören Sie mir zu. Alles hat sich plötzlich verändert, während wir geschlafen haben. Diese Dinge haben Louis angegriffen. Sie haben ihn vor meinen Augen zerfetzt. Es war so schrecklich. Ich hatte solche Angst, Sir. Ich schloss die Tür ab und warf den Schlüssel ins Feuer. Ich dachte, dass niemand mehr am Leben wäre. Ich schwöre es. Doch dann hörte ich schreckliche Schreie von unten. Es tut mir so leid. Verzeihen Sie mir. Ich habe den Schlüssel ins Feuer geworfen. Ich wollte nicht, dass sie sich diese Tür jemals... dass sich diese Tür jemals wieder öffnet. Oh nein. Der arme Mann. Jetzt ist er an einem besseren Ort. Das war alles, was er uns noch sagen wollte. Oh, ich habe eine Lampe. Was bin ich denn jetzt? Aha. Gut, dass hier noch alles so riesig ist. Schublade ist abgeschlossen, aber das Schloss scheint sich leicht öffnen zu lassen. Okay. Überall liegt verdorbenes Essen herum. Der Geruch ist unerträglich. Ugh. Geil. Noch eine Schublade. Aha, und hier ist das Feuer mit dem Schlüssel, ha? Ah, lecker. Da ist etwas in den Flammen. Vielleicht ist irgendwie... Vielleicht verschiebt das mal alles. So. Hab auch nicht gerade ein großes Inventar, muss man sagen. Okay.
Ah, und hier ist wieder was, ein Symbol drauf. Munition? Ah, bitte, ja, da freue ich mich doch. Also kann ich auch schießen, immerhin. Irgendwann vielleicht. Im Schaukasten, Munition. Was habe ich denn? 5, oh Mann. Gerade mal 5. Oh! Oh nee, ich brauche irgendwas hier, ne? Ah, okay, ich brauche wohl die andere Wappenhälfte noch. Ich verstehe. Oh, hier ist, hört sich irgendwie ganz friedlich an alles. Okay, okay. Nein, ich wollte eigentlich verschieben, immer noch. So. So, nochmal speichern. Alles gut. Ah, hier kann ich voll Sachen lagern, verstehe. Machen wir die mal rein. Vielleicht brauche ich ja bald Platz. Alt und verfallen, die Stöcke sehen zerbrechlich aus und geben keine gute Waffe ab. Aber immerhin ist er pragmatisch und denkt direkt darüber nach, sich zu verteidigen irgendwie. Ugh. Eine vergessene Sprache habe ich bekommen, mein Achievement Umbra. Aha, das wird später noch wichtig. Bei dem Feuer geht eine extreme Hitze aus und... Guck mal, der Hirsch über dem Kamin brennt, die Augen bluten. Eine Verzierung, okay. Habe ich die jetzt einfach so im Inventar? Okay, dann werde ich sie doch mal einsetzen. Wer weiß, was es gut ist. Muss man rausfinden... Oh ne, ich hab's wieder im Inventar. Muss man rausfinden, was die Buchstaben taugen hier, für was die gut sind. So. Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's für den Part. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Mir gefällt es auf jeden Fall gut. Lamentum heißt es, ja. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und etwas Nettes schreibt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bald schon wieder zum neuen Hauptprojekt Lamentum. Danke und auf Wiedersehen.